Böller in den Mund nimmst, dann hau ich dir eine rein. Pin. Weißt du denn nicht, was das für ein Oberknaller ist? Wenn nämlich die Handschrift in den Tagebüchern Adolf Hitlers Handschrift ist. Und dafür haben wir 3 hieb- und stichfeste Gutachten. Das Papier, aber auf dem er es geschrieben hat, aus der Nachkriegszeit stammt. Dann kann doch das nur heißen, dass Sie uns um 9 Millionen Mark betrogen haben, Herr Willi. Für Mundgeruch und Blähungen. Unappetitliches Zeug. Geschmacklos. Ekelhaft. Nein, 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 Guntram. Guntram, dann kann doch das nur heißen, Adolf Führer hat seine Tagebücher ganz eindeutig nach seinem Tod geschrieben. Von einem Tod, der wohl nicht schreiben kann, nicht wahr? Kann doch das nur heißen, er lebt. Wer bitte lebt? Adolf Hitler. Er lebt. Das ist doch der Knüller des Jahrtausends, Guntram. Er. Er lebt. Ah, ja. Ja. Er lebt. Das werde ich euch beweisen. Ich suche ihn jetzt. Und ich werde ihn finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, bringe ich ihn her. Hierher nach Hamburg. Weil Hamburg ist ja die deutsche Pressestadt. Da haben Sie mir ja eine ganz schöne Scheiße eingebaut, meine Herren.